Wir grüßen euch recht herzlich zur dritten Halbzeit. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich wieder hier seid. Und ich hoffe, mich auch an dem spannenden Spiel ordentlich erfreut. Es gibt im Sport immer Höhen und Tiefen. Ja, das haben wir heute wieder feststellen können. Meine erste Frage an die Apoeller: Was habt ihr eigentlich, mit was für Ambitionen seid ihr hergekommen? Nach dem Hinspiel Niederlage gegen uns, nach der Auswertung, nach dem Saisonverlauf, was habt ihr euch heute hier ausgerechnet? Habt ihr gedacht, es ist machbar, Freitag zu schlagen oder ist es personell nicht möglich gewesen? Also zuerst möchte ich mal sagen, dass die Nullholzer-Spieler normal meiner Meinung nach Schiedsrichter. Die haben meines Erachtens sehr gut gefunden. Wir selber waren natürlich irrtümlich, ich weiß nicht, was vorgewarnt, nachdem der Spitzenreiter beim letzten verloren hat, erwartet man eigentlich, dass es hier die Post abgeht. Das ist nicht passiert. Mit ein bisschen mehr Glauben an die eigene Leistungsfähigkeit, denke ich, wäre es soweit das mehr drin gewesen. Ja. Andreas, nach der Niederlage letzte Woche in Linde, aus was für Gründen immer schwer zu analysieren hinterher, was hat die Mannschaft sich vorgenommen für das heutige Spiel? Vor allen Dingen haben es alle verdaut. Ist die Leistung, die erwartet wurde von dir und von Jerzy, ist die gebracht worden? Oder ist das die Niederlage doch noch zu tief in den Köpfen der Spieler? Die Niederlage ist aus garantiert noch tief. Die saß garantiert noch tief, aber wie schon gesagt, die Mannschaft hatte sich hundertprozentig vorgenommen, sich zu wehren. Und ich denke mal, wir haben versucht, mit einem neuen Deckungssystem zu spielen. Die war bei 2-3-mal das 2-2-1 versucht, weil wir in den letzten Spielen einfach zu viele Gegentore kassiert haben, wollten ein bisschen aggressiver, schneller am Mann passen. Das hat am Anfang nicht hundertprozentig geklappt, vor allem mit den Einläufen und den Kreisläufen zu viele einfache Tore gekriegt. Deswegen haben wir uns wieder auf 6-0 zurückgestellt und in Verbindung dann mit dem Hannes, erste Halbzeit, glaube ich, neue Gegentore, wurde die Deckung sehr, sehr gut gestanden. Wir haben die Chance verwertet, gerade die erste Viertelstunde uns selber das Leben schwer gemacht haben. Wir haben, denke ich, mal 5-6 hundertprozentige Chancen mindestens liegen lassen dort. Und wenn wir dort wenigstens die Hälfte verwerten, denke ich mal, sieht das schon anders aus. Wir haben kurz nach Anfang der zweiten Halbzeit. Habt ihr nochmal die zweite Luft bekommen, seid nochmal reingekommen, habt sogar das Unentschieden geschafft. Hat man da gemerkt, oder ist da nochmal ein Ruck durchgegangen, dass alle nochmal wollten? Und der Schub vielleicht doch zu viel reicht? Ja, ich denke, am Wollen hat es nicht gelegen. Wir haben Freitag wirklich in puncto Chancen auslassen, doch noch übertroffen. Das haben wir geschafft. Das war ein bisschen schade, wir waren noch anders, 17-17, aber wie schon gesagt, ich denke mal, es ist eher eine Kopfsache dann, dieses Wissen und der Glauben zu sagen, da geht noch was. Natürlich macht man dann auch hin und wieder mal Fehler, wenn wir sind zurücksetzen. Wir spielen beim Spitzenreiter, das ist nicht ganz so einfach. Aber insgesamt denke ich, wenn man uns vorher gesagt hätte, wir verlieren mit 6 Toren, wären wir zufrieden gewesen. Nach dem Spiel. Ist natürlich für euch jetzt unheimlich schwer, da irgendwo rauszukommen. Diesen Platzhalt, wo man nicht genau weiß, wer steigt ab, wie viele steigen ab, das zu realisieren. Wir wünschen euch dafür alles Gute. Ja, wir gehen nochmal schnell zur zweiten Halbzeit. Wir haben dann noch zwei neue Spieler gebracht. Den Erik Schönberg, der eine ganze Zeit gekillt hat jetzt. Ich denke mal, der sein Ding gut gemacht hat. Auf der Seite, ein Paul. Und haben auch dann den Lukas Schweigner rausgenommen und noch den Philipp gebracht. In den letzten 5 Minuten war schwierig. Beantwortet du lieber selber die Frage. Ja, ich denke, der Erik ist erstmal zeigt eigentlich schon seine Einstellung. Er ist gestern wiedergekommen als Friedrichshafen, ist direkt von Friedrichshafen hier zum Ende. Ohne irgendwie zu Hause gewesen zu sein, weil er von Kölz nur 30 hier war. Und genau das, denke ich mal, hat man gesehen, dass er wirklich durch seine Aktion, dass auch der als Handballerisch, sage ich mal, vielleicht jetzt nicht der sicherste, aber durch seinen Einsatz, durch seine motivierende Art, wirklich, da geht in jede Lücke, der geht dorthin, wo es wehtut, steht in der Decke unter dem Mann, setzt zur Zeichnung und ich denke mal, das war auch der entscheidende Punkt, dass wir dann wieder von 17-17 weggezogen sind. Also entscheidende Punkt, dass er die anderen mitgezogen hat in dem Sinn. Wenn dort alle, wie schon gesagt, wir haben die Probleme gehabt, 17-17 hundertprozentig auch dadurch, dass wir viel zu schnell abgeschlossen haben, dann vorne auch wieder, wir haben gesagt, die waren diszipliniertes Wurfverhalten und ist aber wieder nie an den Tag gelegt worden und dadurch haben wir Halbchancen genutzt und das hat natürlich auch heute auch. Ich
Deswegen stand es zwischen 16-17. Okay, das war das Resümee des Spiels. Wir wünschen euch alles Gute für die nächste Zeit. Schöne Halle habt ihr auf jeden Fall.